Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein Aufgebraucht-Video und ich kann nur sagen, wenn ich mich hier so umschaue, es wird länger. Also hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn du wissen möchtest, wie ich diese Farbexplosion in meinem Gesicht fabriziert habe. ich denke, dass ich das Aufgebraucht-Video eher hochladen werde deswegen, morgen kommt das dann online. Das Focalure-Video ist das. Und zwar ist es eine Lidschattenpalette und natürlich dieser krass geile Lippenstift. Schau auf jeden Fall vorbei. So, nicht lange quatschen, loslegen, denn es ist unheimlich viel geworden. Ich habe keine Ahnung, wie sich das, zugetragen hat. Und wenn du ganz tapfer bist und wirklich bis zum Ende dran bleibst, dann gibt es auch eine Verlosung für dich. Auch dieses Mal werde ich das ein bisschen nach Kategorien aufgeteilt euch zeigen. Und wir fangen an mit der Kategorie Gesicht. Da habe ich hier leer gemacht 2 Packungen Wattepads. Ich habe keine Ahnung, warum das so... Doch, ich weiß das. Ich habe doch einige Beauty-Sammlungsvideos für euch gemacht, genau. Und da sind halt einige bei draufgegangen, weil ich halt immer wieder Swatches entfernen musste und so. Deswegen habe ich auch tatsächlich 3-mal so diese feuchten Reinigungstücher leer gemacht. Ach so, ja, die, was sagt man, groß zu Wattepads. Also die von Evelyn kaufe ich immer wieder nach, die finde ich gut. Und hier bei den Reinigungstüchern, also das von Yves Rocher habe ich definitiv nur zum Swatches entfernen genommen, weil mir das einfach auch vom Geruch her nicht schön genug war. Es war halt Kamille, aber es war gut. Also es hat schön die Swatches entfernt, da brauchte ich mir keine Sorgen machen. Dann hatte ich hier von Cadea Vera, von CV Young auch noch welche. Die fand ich auch ganz in Ordnung, aber es war halt auch nur zum Swatches entfernen. Es war nicht fürs Gesicht. Was ich fürs Gesicht verwendet habe, waren hier die von Douglas, diese Cleansing Wipes. Die hatte ich im Badezimmer liegen. Die waren ganz gut für Make-up-Reste entfernen, aber damit mache ich mir jetzt kein komplettes Augen-Make-up ab. Das mache ich mit anderen Produkten, zum Beispiel hier mit diesem Make-up-Entferner Take the Day Off von Clinique. Den fand ich ganz gut. Der hat schön das Augen-Make-up entfernt. Das war echt rückstandslos. Und du musst halt das Wattepad nehmen, das drauf machen, ein paar Sekunden einwirken lassen und dann kannst du es abmachen. Und so war das echt gut. Das musstest du schütteln. Das war so ein 2-Phasen-Ding. Und der war sehr angenehm, sehr, 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 sehr nett zur Haut. Also das hat die Augen nicht gereizt oder so. Auch gut fand ich den von L'Oreal. Wobei ich da sagen muss, dass der von Clinique mir besser gefallen hat. Den hier hatte ich auch mit euch zusammen in einem Haul gezeigt, gekauft, wie auch immer. Das ist der Express für Augen und Lippen, speziell für langanhaltendes und wasserfestes Make-up. War super, ohne Fettfilm, ja, definitiv. Deswegen, also den fand ich wirklich gut, aber ich brauche mir jetzt aktuell keine nachkaufen, weil ich so viel hier habe und dann brauche ich nichts nachkaufen. Ja, den fand ich in Ordnung. Auch für empfindliche Augen geeignet. So, dann musste ich leider etwas aussortieren, auch von Clinique, also das kam aus der gleichen Reihe sogar, glaube ich, weiß ich nicht. Das ist die Clarifying Lotion, das ist diese hier. Ihr seht, ich habe nicht allzu viel davon verwendet, weil ich die verwendet habe wie einen Toner. Also das ist eine Twice a Day Exfoliator, also die soll quasi die Haut mattieren und ganz ehrlich... Da war mir viel zu viel Alkohol drin. Furchtbar. Also das, wenn ich auch nur in die Nähe meiner Augen gekommen bin, also auch nur hier unten das weggemacht habe oder halt auf die Haut gemacht habe, weil halt Toner, haben meine Augen angefangen zu brennen und zu tränen und ganz furchtbar. Also vom Geruch her viel zu alkoholisch, das war überhaupt nicht meins. Deswegen werde ich den nicht mal weitergeben, sondern direkt in den Müll verfrachten, weil das möchte ich einfach keinem antun. Tut mir leid, Clinique, aber dieses Produkt war echt doof. Etwas, was ich aber gut fand, war das von Venus. Das habe ich sehr gerne verwendet. Das war so eine kleinere Packung. Das hatte ich, glaube ich, in dieser Flaconi-Box mit drin. Das ist ein Micellenwasser gewesen. Das habe ich verwendet, um es halt wie einen Toner zu verwenden. Sprich, nach der Reinigung auf das Gesicht auftragen und danach halt die Gesichtsserum und wie auch immer, Feuchtigkeitscreme, was auch immer man dann so verwendet, verwenden. Sowas sorgt bei mir einfach dafür, dass mein Hautbild immer... ja, verfeinerter wird, ne? Also das tut meiner Haut einfach gut. Deswegen habe ich auch gerne verwendet. Wirklich schön. Was ich auch gerne verwendet habe, war das von Biotherm. Ne, ich glaube, das war in der Flaconi-Box. Und das hier,
hatte ich irgendwo mal mit dabei. Keine Ahnung, frag mich nicht. Manchmal kenne ich die Herkunft der Produkte dann nicht mehr so ganz so gut. Ja, das fand ich auch sehr angenehm, war aber ultra schnell leer. Das hat sehr angenehm gerochen, halt noch diesen typischen Biothermgeruch, ne? Das ist auch ein Micellenwasser gewesen. Und ja, das sollte auch als Make-up-Entferner dienen, aber nee. Habe ich nicht als Make-up-Entferner verwendet. Vielleicht so ein bisschen, wenn ich halt nach dem Duschen noch so ein bisschen diese Panda-Augen hatte, aber sonst, nö. Brauchte ich das auch nicht als, nö. War einfach Micellenreinigungswasser für die Haut, um sie nochmal richtig zu reinigen. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn du dann dein Wattepad anguckst und du einfach immer noch nach dem Duschen, wohlbemerkt, Kram da drin hast. Bäh. Unter der Dusche habe ich tatsächlich verwendet einmal den Cleansing Foam von Rituals. Ja. War jetzt nicht umwerfend, ne? Also der hat die Haut gereinigt, der hat wie auch immer seine Arbeit verrichtet, aber war jetzt nichts Aufregendes, ne? War ein sehr, sehr, sehr dezentes Produkt, hat aber gut gerochen mit einem sehr dezenten Geruch. Hier steht ja auch überall drauf Velvet und Smooth und hast du nicht gesehen? Ja, war halt ein bisschen fruchtig vom Geruch her, wie eine Seife halt, ne? Du hattest da nicht irgendwelche speziellen Sachen drin. Ja, war aber in Ordnung. Was mir auch ganz gut gefallen hat, war dieses Bio-Source von Biotherm. Das war so ein Mousse, so ein bisschen, ne? Also wenn das rausgekommen ist. Ja, die Packung ist leer, aber das Ding ist einfach, auch wenn ich die eindrücke, die gehen wieder in ihre alte Form zurück, weil die Verpackungen einfach so hart sind. Ich wurde tatsächlich angeschrieben und gefragt, ob ich hier volle Produkte in die Kamera halte. Leute, nein. Das wäre mir viel zu teuer. Also bin auch kein Goldesel. Ja, der hat noch ein bisschen besser sogar gerochen als der von Rituals, obwohl ich ja Rituals-Düfte über alles liebe, eigentlich. Scheinbar sind andere dann auch noch ganz geil. Ja, das war ein schönes Produkt. Ich fand die Konsistenz sehr angenehm und ich trank mir sowas dann ja mit meinem Washi auf. Und eigentlich ist meine Haut dann ja schon gereinigt, aber nochmal reinigen, so viel reinigen wie geht, ne? Komm, schmeiß die Schutzbarriere vollkommen aus dem Fenster. Nein, alles gut. Also das ist ein schönes Produkt gewesen, was ich gerne verwendet habe. Auch etwas, was ich unter der Dusche fürs Gesicht verwendet habe, ist hier von Cosé dieser Schwamm. So, etwas weiter weg halte ich den mal, ne? Die sind ja so hart und dann werden die halt mit Wasser so weich. Aber Cell Radiance, das ist ein Cognac-Sponge. Cognac ist ja ein Baum. Deswegen natürlich, 100% natürlich, ne? Klar. Ja. Brauche ich nicht sowas. Ich habe meine Washis, die reichen mir vollkommen. Da brauche ich nicht solche Produkte haben, die man dann auch einfach nach einem Monat entsorgen muss. Musste da nicht unbedingt sein, aber ne, habe ich mir halt irgendwie mal spaßeshalber bestellt und mir das mal angeguckt. Aber auch unter der Dusche verwendet habe ich dieses Peeling. Das ist das Egg White Peeling. Das habe ich von der lieben Jana aus dem Tauschpaket. Also, das fand ich ganz gut. Es war mir aber viel zu groß. Also, es hat schon eine ganze Weile gehalten. Ich weiß gar nicht, wann wir unser Tauschpaket hatten, Jana. Weißt du, das noch irgendwann im Herbst war das? Es war ein Herbst-Tauschpaket, genau. Und seitdem steht es bei mir in der Dusche. Also, echt eine Weile. Wäre kein Thema gewesen, hält 12 Monate, ne? Aber ja, irgendwann hat man den Geruch auch ein bisschen leid, weil das dann doch schon so ein bisschen nach Eigelb riecht, finde ich. Und naja, also die Peelingkörner da drin waren ganz schön. Das hat mir ganz gut gefallen. Damit konnte ich meine Haut auch entsprechend pflegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie heute, also ich benutze solche Peelings eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel ein extremeres Make-up drauf habe. Zum Beispiel heute habe ich so ein richtiges Fullface drauf. Ich habe alles drauf geklatscht heute Morgen, was so geht. Ja, und da brauche ich sowas dann abends, wenn ich dusche, für mein Gesicht. Das ist ganz gut, um dann wirklich alles nochmal runterzuholen und mich einfach richtig sauber zu machen. Das darf einfach mal sein. Und dementsprechend, ja, benutze ich die nicht allzu oft. Also vielleicht so, ja, einmal die Woche oder so. Deswegen hält es bei mir etwas länger. Aber es war ein schönes Produkt, mit sehr sanften Peelingkörnern, aber sehr vielen. Ja, hat mir gefallen. So. Dann habe ich natürlich auch noch was für meine Zähne getan. Und zwar haben wir so elektrische Zahnbürsten. Da habe ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Ich glaube, irgendwo aus dem 1-Euro-Shop oder sonst irgendwo her. Das waren so Zahnbürstchen. Muss gerade mal gucken. Das waren, glaube ich, die gut waren. Also ich habe teilweise welche, die sind mir zu hart und manchmal sind das halt welche, die passen. Und ja, die waren. Nee, das hier waren die, die mir zu hart waren. Warte mal. Das waren die, die mir zu hart waren. Genau. Die fand ich nicht so gut. Also, wenn ich eine Zahnbürste, vor allem elektrische Zahnbürsten, anlege
Und ich schon direkt beim ersten Mal merke so, hu, Leute, hier geht gerade alles irgendwie au. Dann habe ich auch manchmal, dass mein Zahnfleisch gereizt ist und so. Das musste dann nicht sein. So, natürlich benutze ich auch Zahnpasta. Und in meinem Hack-Video habe ich natürlich ein bisschen was an Zahnpasta durchgehauen mit euch. Deswegen habe ich hier zweimal diese kleine Größe von der Sensodyne leer gemacht. Also die hatte ich mal vom Zahnarzt mitbekommen. Die sind gut, das ist die Complete Protection, Mensch. Ja, ne? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwie Zahnaufheller oder sowas. Jedenfalls verwende ich das nicht so gerne, weil meine Zahnärztin mir davon oder meine Zahnfee des Vertrauens mir davon auch tatsächlich immer wieder abrät. Und deswegen lasse ich das auch. Ich habe zwar mit euch den Hack gemacht, dass ich quasi versuche, ein noch weißeres Lächeln zu bekommen, aber sie hat mir dann auch nachher geschrieben, Claudi, das nächste Mal, sag Bescheid, dann rate ich dir direkt davon ab. Okay, ich lasse es sein, ich lasse es sein. Trinke ich halt vielleicht ein, zwei Kaffee weniger oder so. Naja, auf jeden Fall kann ich euch die sehr ans Herz legen. So, die ist sehr, sehr toll für empfindliches Zahnfleisch. Habe ich. Sehr gut. Und die habe ich auch nochmal in groß. Oder ist das eine andere? Das weiß ich gar nicht. Ne? Die haben wir auch noch leer gemacht. Ich habe dieses Mal wirklich versucht, auch Zahnpasta mit reinzupacken. Wir schmeißen die sonst immer direkt weg. Ja, ne? Das ist einfach die ganz klassische mit Fluorid. Ja, war eine ganz gute. Ich glaube, die hatte ich sogar mal in einer Box drin gehabt. Als nächstes habe ich auch Zahnseidesticks leer gemacht. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne mehr Zahnseide verwenden. Mache ich. Wirklich. Ich bemühe mich. Es ist wirklich wichtig. Und das sind die Zahnseidesticks gewesen von Dontodent. Die kann ich euch auch nur ans Herz legen. Mag ich sehr, sehr gerne. So, kommen wir zu den Gesichtscremes. Da habe ich erstmal zwei hier, die ich erst angefangen hatte und dann doof fand und dann nur noch für die Beine und den Körper verwendet habe. Das ist einmal hier von BB die Relaxing Nachtcreme. Die weiß ich nicht. Die fand ich nicht gut. Die hat irgendwie nichts gemacht. Also, die war zwar da, das war irgendwo eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, ja, aber sie hat halt nicht die reichhaltige Pflege gegeben, die ich für mein Gesicht eigentlich brauche. Und deswegen war die nix. Nee. Deswegen habe ich die halt dann für die Beine verwendet. Genauso wie die Q10 Antifalten Tagescreme von Balea. Manche schwören darauf, das weiß ich auch, aber für eine Tagespflege war die mir zu reichhaltig. Das hat nicht funktioniert. Ich habe geglänzt wie eine Speckschwarte und dann habe ich mir gedacht, gut, genau das kann ich jetzt gerade für meinen Körper sehr gut gebrauchen, denn der ist trocken wie die Sahara an sich. Und deswegen, ja, habe ich die dann irgendwann aufgehört fürs Gesicht zu nehmen und habe sie dann nur noch für die Beine verwendet und für den Körper und so für die hier Ellenbogen und sowas, ne? Also, ja. War gut. Dann habe ich aber jetzt wirklich fürs Gesicht verwendet von Balea die Gesichtscreme Lovely Moments. Das war aus dem Adventskalender. Die fand ich ganz gut. Die hat einen schönen Geruch gehabt, aber ne, das war halt sehr weihnachtlich. Ja, deswegen mochte ich das dann halt auch irgendwann nicht mehr so gerne benutzen und habe sie dann zähneknirschend aufgebraucht, sage ich mal. Die war mir auch ein Stück weit zu lotionmäßig. Also die war sehr, sehr flüssig und ja. Das war halt vom Hautgefühl nicht so geil. Aber naja, ich habe sie halt aufgebraucht, würde mir sowas aber nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich ein Gesichtsserum leer gemacht. Das ist von Estée Lauder, das Advanced Night Repair. Richtig geil. Also da kann ich nur sagen, ultra cooles Nachtserum. Das hat meiner Haut wirklich alles gegeben, was sie brauchte. Das war nur so eine kleine Größe. Die hatte ich auch in einer Box, Flaconi-Box war das, glaube ich, mit drin. Richtig, richtig tolles Produkt. Also das, wo man sich halt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen müsste, weil es halt eine kleinere Größe ist. Ne? Du hast hier oben so einen großen Auslauf. Am Anfang kommt dann unfassbar viel Produkt raus und am Ende musst du halt wirklich schauen, dass du den letzten Rest vom Schützenweste noch rausbekommst. Aber ja, ne? Habe ich, glaube ich, auch nochmal da und da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich die beste Augencreme leer gemacht, die ich bislang verwendet habe. Also wirklich, das ist die von Clinique All About Eyes. Und die ist ultra geil. Ultra geil. Blöd finde ich nur, dass es im Pöttchen ist, weil du da wirklich nachher mit dem Finger durchwursteln musst, um noch die letzten Reste rauszukriegen. Ist gerade bei mir mit meinen Gelnägeln blöd. Am Anfang mag das ja alles gehen, weil die dann noch relativ kurz sind. Aber wenn die dann länger werden. Keine Chance. Naja, bin ich dann nachher mit dem Wattestäbchen durchgegangen, weil das habe ich noch leer gemacht, als ich meine alten Nägel noch hatte, meine Weihnachtsnägel quasi. Ja, die hat aber die Partie unter den Augen so krass geil mit Feuchtigkeit versorgt.
Wahnsinn. Also ist dann aber auch dementsprechend echt schnell eingezogen und hat aber trotzdem diese Feuchtigkeit halt draufgelassen, ne? Sodass du gepflegte Augen hattest, aber nicht, dass die so wappig waren, wie auch immer, dass du trotzdem noch nachher alles in Ordnung machen konntest, ohne dann halt diesen Film zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ne, so meine ich das halt. Auf jeden Fall ist das richtig, richtig cool, aber halt echt ein teures Produkt. Ich habe jetzt noch einiges an Augencreme da. Ich gucke mal, wie ich das so aufgebraucht bekomme. Aber das hier wäre bislang die einzige Augencreme, wo ich sagen würde, die würde ich mir nachkaufen, weil ich die geil finde. Richtig cool. All About Eyes von Clinique. Merkt euch das. So, und diese Creme habe ich leer gemacht. Das ist von Biotherm Aquasource. Das ist ein Großartikel gewesen. Das habe ich als Nachtcreme verwendet. Und Leute, ich stehe auf den Geruch von Biotherm. Oh, es ist so geil. Richtig geil. Also, das ist eine 24-Stunden-Creme, die du dir sowohl morgens als auch abends drauf machen kannst. Und ich liebe es. Also, so ein richtig schöner Glastiegel. Es ist hochwertig. Es ist schön. Es ist. Tolles Gefühl auf der Haut. Die Haut wird ultra zart. Am nächsten Morgen alles wundervoll. Also, oh, die kann ich auch empfehlen. Ja, ne? Wie gesagt, Biotherm Aquasource, das war jetzt die pinke Reihe. Ich glaube, das ist die sensitive Reihe oder so, weiß ich jetzt auch nicht. Für trockene Haut, genau. Dementsprechend war das sehr, sehr, sehr gut für abends. Die Augencreme habe ich noch vergessen. Und zwar ist das von Skin Iceland. Die war, glaube ich, in der Beautybox mal drin. Die mochte ich gar nicht. Das war halt. Sehr flüssig, was da rauskam, und es kam sehr schwer raus. Das fand ich auch sehr, sehr blöd, da rauszukriegen. Natürlich ist es cool, dass du hier vorne diesen Applikator dran hast, ne? Und da das Produkt dann direkt unter die Augen drauf machen kannst. Es ist schöner als aus dem Pöttchen von Clinique, ja, aber sie hat nichts gemacht. Sie hat meine Augen nicht gepflegt. Das war, als hätte ich mir einfach nur Wasser dahin gemacht. Nee, das war kein gutes Produkt. Weiter geht's mit dem Bereich Masken. Und ihr wisst ja, dass ich ja ein Masken. Freak bin. Hier oben verlinke ich euch auch mal eben kurz meine Maskenwoche, wo ich die Masken, die ich euch jetzt zeige, auch getestet habe. Und zwar habe ich hier, also deswegen, ich sage auch nicht allzu viel dazu, ne, weil das seht ihr alles in dem Maskenvideo. Da habe ich die von Sephora, die kann ich auf jeden Fall euch ans Herz legen, ist ein schönes Produkt. Dann habe ich hier die von COSE, die fand ich nicht so okay. Von Isana Young Flower Power muss man nicht unbedingt haben. Auch die von Face Love, die Xmas Spices, ist jetzt nicht so die Empfehlung von meiner Seite. Die Totes Meer Maske von Salt House kann man sich definitiv mal anschauen, ja. Die Tuchmaske Be Cute von Balea ist einfach wunderschön und auch die kann ich euch mal ans Herz legen, aber es war leider eine Limited Edition, deswegen lege ich euch sie nicht allzu nah ans Herz. Und was ich richtig geil fand, ist die Beauty Therapy Folientuchmaske von Balea. Die ist ultra geil. Dann habe ich auch noch ein paar Masken getestet. Wo ich ja auf Instagram dann Bilder gepostet habe, beziehungsweise meiner Instagram-Story. Da habe ich einmal hier von Starskin diese Lippenmaske getestet. Plumping and Hydrating, nicht unbedingt. Also das, ich finde sowas nicht wirklich, nee, nee, muss nicht sein. Brauche ich auch nicht normal. Weil in meinem Adventskalender brauche ich aber nicht normal. Dann habe ich dann von Garnier, Hydra-Bomb-Augentuchmaske, die fand ich ganz gut. Also das ist halt wie diese Q10-Augenpads, die du dir da draufhauen kannst. Cooling-Effekt, ja, war ganz in Ordnung, hat mir ganz gut gefallen, würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. Da hole ich mir lieber für günstigeres Geld die Augenpads von Balea. Kommen wir jetzt zum Bereich Haare. Ich habe hier heute mir ein wunderschönes Zöpfchen gemacht. Ne? Ich traue mich ab und an mal auch meine Haare zu flechten. Gerade wenn die jetzt auch so frisch geschnitten sind, dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. So, da habe ich ein paar ein paar Spülungen leer gemacht. Zwei Stück tatsächlich. Einmal von Gliss-Kur, die Winter Repair. Die war toll, wirklich. Die war echt gut. Die hat ja, mein wintergeschädigtes Haar gut gepflegt und auch dem Haar das gegeben, was es brauchte. Roch sehr, sehr angenehm, Mensch. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob. Doch, die müsste es doch bestimmt geben, ne?
Ja, oh, Gliskurgeruch, ganz typisch und richtig, richtig, richtig schönes Gefühl. Auch nachher die Haare waren nachher schön gepflegt und kann ich euch empfehlen. Die von Aussie ist nicht so ganz mein Fall vom Geruch her und ich mag die nicht so gerne. Also sie hat die Haare so lala gepflegt, mit Macadamia-Nussöl war das. Aber naja, es war jetzt halt nicht so dieses, was hier halt draufsteht, ne? Nur ein Wunder kann deine Haare noch retten. Passt, wir haben eine magische Formel. Nee, kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Das muss man jetzt nicht so unbedingt haben. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht, was ich in der Box drin hatte. In der Brigitte-Box müsste das gewesen sein. Das ist dieses Vitamin-Inject und zwar von der Firma Piobella. Das war richtig, richtig gut. Also das hat meine Haare schön gepflegt und wirklich, ja, als hätte ich denen eine Vitaminkur verpasst. Ich finde dieses Herz übrigens auch total süß, ne? Naja, auf jeden Fall schönes Shampoo. Wirklich schönes Shampoo. Ist aber wahrscheinlich eher was für den Sommer. Habe ich jetzt aber im Winter verwendet, weil. Auch im Winter haben meine Haare mal den Bedarf nach einem Vitaminkick, den haben die jetzt bekommen. Was ich auch sehr, sehr oft aufbrauche, verwende, wie auch immer, ist ja von Gliss-Kur diese Expressspülung. Und die kann ich empfehlen. Das ist die von Valentina Pade. Die Dame kenne ich nicht, es soll aber eine Influencerin sein. Sei mutig, dich zu verändern. Mein Must-Have-Schutz vor täglichen Haarstrapazen. Ganz ehrlich, mir ist es immer ganz egal, von welcher Geruchsreihe diese Produkte kommen. Die von Gliss-Kur benutze ich immer. Das ist mein Must-Have, immer mein All-Time-Favorite und das hier hat jetzt einfach auch ganz klassisch gerochen. Bisschen stärker parfümiert, aber ansonsten halt wie diese ganz normalen Sprühkuren, die man oder Sprühspülungen, die man so hat. Express-Sprühlung. Sprühlung, genau, eine Sprühlung ist das gewesen. Mache ich mir nach dem Duschen immer in die feuchten Haare, um dann durch meine Mähne durchzukommen. Ansonsten, die sind halt einfach ein bisschen länger. Ich habe keinen Bock mehr, die Haare auszureißen, ne? So, und dann habe ich unter der Dusche noch verwendet, tatsächlich von Wahre Schätze Garnier zartpflegende Maske mit Bio-Mandelmilch. Ich glaube, die habe ich auch von der lieben Jana bekommen. Ich glaube schon. Fand ich gut. Ja, was ich halt hier immer ein bisschen unpraktisch finde, ist, dass du halt wirklich in diesen Pott reingehen musst, mit den Fingern rein. Ihr seht, bei mir sind die immer recht sauber am Ende, weil ich dann am Ende immer meine Haare nehme, sie reintunke und richtig durchrühre. Ne? Das mache ich mir immer nur in die Spitzen rein oder in die Längen, also so ab hier, ab Schulterhöhe, sage ich mal, bis nach unten hin. Kann ich euch auch nur zu raten, weil das Ding ist, wenn du höher gehst, dann hast du es halt irgendwann im Ansatz und das ist dann nicht so gut. Das heißt dann, dass diese sehr gute Pflege dir zu sehr in den Ansatz kriegt und ich habe ja Probleme. Ich muss mir eigentlich so ziemlich jeden Tag die Haare waschen. Manchmal versuche ich das am Wochenende zu strecken. Ja, egal, anderes Thema. Auf jeden Fall ist die hier sehr, sehr gut gewesen. Die hat gut gepflegt, gut gerochen für normales bis leicht trockenes Haar. Super. Die war jetzt wirklich dieses Bio-Mandelmilch oder Mandel hast du gerochen. Agavensirup, also dieses Süßliche hast du auch gerochen. Gutes Produkt, kann ich empfehlen. So, dann habe ich auch nochmal Shampoo und Spülung von Aveda Invati Advanced leer gemacht. Ja, das sollte quasi ja die Haare dicker machen irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ja, es sind halt kleine Probiergrößen gewesen. Dementsprechend kann ich da nicht allzu viel zu sagen, außer dass mir der Geruch gar nicht gefallen hat. So, nachdem ich meine Haare mit dem mit der Sprühung eingesprüht habe, benutze ich meistens oder eigentlich immer irgendwas für meine Längen, um die zu pflegen, ne? Und dann wird nachher geföhnt. Auf jeden Fall habe ich hier diese von Garnier Fructis, die Wunderbutter genommen. Und Leute, die hat ewig und 3 Tage gehalten. Die kommt aus dem Tauschpaket von der lieben Cindy vom Kanal Rosa 87 Lee. Eine ganz, ganz tolle Frau. Und die hat mir das hier in das Tauschpaket gepackt. Und das fand ich richtig cool. Und die hat sehr gut gewirkt. Hier steht zwar drauf, nicht fettend. Da. Dennoch habe ich das nicht für den Ansatz verwendet, sondern nur ab hier. Also meistens ist es so, dass ich dann meine Haare über Kopf geschlagen habe, weil ich einfach anders nicht drankomme. Und dann mache ich mir hiervon so ein bisschen was auf den Finger, verreibe das so ein bisschen und dann packe ich mir das so in die Spitzen rein und massiere das dann ein bisschen höher, bis es halt so auf dieser Höhe ist. Und ja, dann wird gekämmt und dann wird geföhnt. So. Gutes Produkt für sehr trockenes und sehr strapaziertes Haar. Das habe ich an den Spitzen. Da brauche ich das dann einfach. Also drauf damit hilft.
Dann habe ich unter der Dusche auch noch ein paar Haarkuren leer gemacht. Zwei. Das ist einmal hier von Seventh Heaven, die Hair Rescue Coconut Protein Mask. Ja, ich mag kein Kokosmus. Auch die hier war in einem Tauschpaket mit drin. Ich glaube, von der lieben Xenia. Hier habe ich mir was aufgeschrieben, weil ich manchmal weiß, dass ich manche Dinge vergesse. Das finde ich immer sehr süß von mir selber, an mich selber. Von der Vergangenheits-Claudi an die Zukunfts-Claudi. Super pflegend, fettet aber mega nach. Ja, das stimmt. ne? Da sind meine Haare noch schneller von fettig geworden. War nicht so meins. Hier steht zwar echt drauf, dass man sich das auch in den Ansatz mit reinmachen kann. Würde ich euch nicht empfehlen. Vor allem Masken in den Ansatz mit rein. Nicht gut. Lasst das. Genau. Aber es war nachher schön weich. Also die Haare. Dann habe ich hier von Balea Schönheitsgeheimnisse, auch von der lieben Xenia aus dem Tauschpaket, eine Feuchtigkeitshaarmaske mit Kokoswasser verwendet. Ich mag nicht so gerne den Geruch von Kokosnuss, ne? Aber es gibt so viele Produkte mit Kokosnuss, da kommst du einfach nicht dran vorbei. Die hat ungefähr gar nichts gemacht. So. Deswegen kann ich euch da nicht zu raten, die zu holen. Dann habe ich hier von Botanicals Fresh Care ja diese Probe gehabt, die ich ja auch mit euch zusammen bei dem Unboxing direkt ausgetestet habe. Und Leute, ich war so begeistert davon, dass ich mir das ja nochmal in groß nachgekauft habe. Geiles Produkt, kann ich euch nur empfehlen. Macht man sich entweder, wenn die Haare trocken sind oder wenn die Haare nass sind, unten in die Spitzen rein und es wird einfach super soft. Es ist echt geil. So, ich möchte jetzt einmal kurz diesen großen Eimer wegkriegen. Das ist nämlich der Bereich Haushalt. Das sind halt große Produkte, deswegen ist es so riesig. Da habe ich einmal leer gemacht, diese wunderschönen Kosmetiktücher, Boxen oder es ist eine Box vielmehr. Das ist jetzt von Evelyn eine gewesen. Die Edition hatte ich auf meinem Schminktisch stehen. Richtig hübsch, guckt euch das an. Ist das nicht ultra? Oh, ich finde es herrlich. Ich mag die Motive, deswegen kaufe ich mir die auch immer wieder gerne nach und habe die hier überall mittlerweile stehen. Dann habe ich hier in der Box drin gehabt von Bloom die Beauty Essence Day Spa. Entschuldigung. Und zwar ist das, ja, sind das so Nahrungsergänzungstabletten gewesen. Ne? Wunderschön, habe ich mir rausgenommen. Das hat für 2 Wochen gereicht. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe mich dadurch jetzt nicht besser und nicht schlechter gefühlt. Ich habe vorher ja auch schon Vitamin D genommen und auch Nahrungsergänzungsmittel in dem Sinne. Würde jetzt aber nicht sagen, kauft euch unbedingt das. Also testet euch da am besten durch. Es gibt so, so viele verschiedene Hersteller, die Sachen anbieten, womit ihr am besten klarkommt. Also was ich halt oft merke bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln, ich nehme die ja morgens. Manchmal sollte man die besser nicht vom Frühstück nehmen, sondern vielleicht sich vorher irgendwie ein Keks essen oder so. Sonst wird mir persönlich davon einfach schlecht. Hier habe ich noch ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich auch in einer Box drin hatte. Das sind Beauty Change Kapseln für das Bindegewebe, für gesunde und feste Haut. Auch die habe ich verwendet. Davon ist mir richtig schlecht morgens geworden. Also die habe ich irgendwann dann nur noch abends nach dem Essen genommen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Hat bei mir nichts bewirkt. Jedenfalls nichts, was man sehen könnte. So, was haben wir hier? Ach ja. Von Sanft und Sicher, das waren einfach die ganz normalen Küchentücher. Ne, kaufe ich ja immer wieder nach. Kann ich empfehlen, die sind gut. Also, was soll man da groß zu sagen? Dann habe ich leer gemacht von Denk mit hier in dieses Spülmittel. Das war ganz gut. Das hat, ja, hier steht ja auch drauf, Spülmittel Ultra, ne, hat sehr, sehr gut den ganzen Fettgedöns da entfernt. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Hier überall Kram, ne? Wenn du das so lange hier rumliegen lässt, ne? Das sind so die Probleme der YouTuber. Sei froh, dass du sie nicht hast. Klopapier von Ja, also von Rewe, ne? Nee, das sind Küchentücher auch gewesen. Haben wir so viele Küchentücher? Oh nein! Das war Toilettenpapier, war gut. Kaufen wir immer wieder nach. Und die Küchentücher von Ja waren auch gut. Also, ne, Toilettenpapier und Küchenpapier, das holen wir halt immer irgendwo, wo wir gerade so sind, wenn wir es brauchen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir festgelegt sind. Dann habe ich hier noch Zahnbürsten leer gemacht. Eine hatte ich zur Reise mit, auch Geschäftsreise im November. Und eine hatte ich mit, als wir zusammen meine Schuhe sauber gemacht haben. In meinem Hex-Video. Dann haben wir. Upsala. Von jeden Tag, also das ist dann quasi von K&K bei uns heißt das. Das Spezialsalz leer gemacht, ja, war gut. Hat der Spülmaschine geholfen. Und ja, wir haben hier halt extrem kalkhaltiges Wasser, deswegen
ne, ist das bei uns definitiv immer wieder notwendig und muss immer wieder nachgefüllt werden. Dann habe ich hier von Domol die Geschirrreiniger-Tabs leer gemacht. Das waren die mit der selbstauflösenden Folie. Die waren richtig toll. Die haben mir gefallen, Leute. Wahnsinn. Ja, ich bin begeistert davon, wie wenig Müll man dann produziert. Ne? Das fand ich gut. Und ja, die kosten ein bisschen mehr, aber trotzdem werde ich mir die nachkaufen. Ob man jetzt unbedingt diesen Pink Grapefruit-Duft braucht, ja, stelle ich jetzt mal so dahin. Du riechst es eigentlich nur, wenn du die Spülmaschine aufmachst und also wenn gerade alles halt sauber ist. Ne? Aber ansonsten fand ich ganz cool. Hier habe ich den Klarspüler, genau. Also den in Kombination halt mit dem Spezialsalz, ne? Macht halt, dass deine Sachen, dass deine Spülmaschine heile bleibt und dein Geschirr kalkfrei. Ja. Dann haben wir hier den Hygienespüler von Denkmit leer gemacht. Du siehst ja nie wirklich, ob das einen wirklichen Effekt hat oder nicht, ne? Aber es hat einfach zu meinem guten Gewissen beigetragen, dass ich einfach dachte, okay, die Wäsche ist sauber. Die Wäsche ist auch rein. Dann habe ich hier von Profissimo meine Kerzen leer gemacht. Ihr seht da vorne, ich habe jetzt schon eine grüne da stehen. Ich brauche demnächst mal wieder Nachschub. Auch wenn ich die von DM ehrlich gesagt nicht so gut finde, weil die knistern mir zu sehr und die brennen mir auch einfach viel zu schnell ab. Aber die sind halt günstig, ne? Naja, vielleicht kriege ich irgendwo anders auch mal welche her. Dann habe ich hier auch von Denkmit dieses Calm Down Wäscheparfüm leer gemacht. Ich mochte das richtig gerne vom Geruch. Ja, das riecht einfach ein bisschen süßlich. Aber nach sauber, ne? Hier steht halt Lotus Breeze drauf. Ja, kann ich empfehlen, werden wir immer wieder nachkaufen. Ist schön für die Wäsche und löst sich auch echt gut auf. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie das Problem, dass ich da noch Rückstände oder so von hatte. Mega. Ihr seht es die ganze Zeit, Anti-Kalk-Tabs für die Waschmaschine. Auch die habe ich leer gemacht. Fand ich gut. Haben jetzt, ne, also meine Waschmaschine ist nach wie vor heile, benutze ich bei jedem zweiten Waschgang. Ich glaube, hier hinten steht drauf bei jedem Waschgang, aber eher ein Tag pro Waschgang. Aber ganz ehrlich, wenn ich meinen Waschtag habe und dann wirklich mehrere Maschinen durchjage, dann reicht es mir, wenn ich das alle zwei Maschinen reinmache. Und die Maschine hält und hält. Die ist auch schon etwas älter. Dann habe ich hier von Meister Propper den Badreiniger leer gemacht. Der ist gut. Das ist mit diesem Fiebresgeruch. Den riechst du nicht wirklich, aber es macht halt einfach sauber. Den Sprüher finde ich auch ganz schön. Ist hier ein bisschen kräftiger vorne. Das mochte ich auch ganz gerne. So, dann habe ich hier noch genau, feuchte Allzwecktücher. Die sind halt einfach mal, wenn du schnell irgendwo drüber wischen möchtest. Das ist jetzt von Denkmit gewesen. Die Geruchsrichtung grüner Apfel hat mir persönlich richtig gut gefallen. Apfelblüte heißt das tatsächlich. Ja, mochte ich gerne und sind super. Und dann, ja, war ja auch noch so Winter. Dementsprechend habe ich ein paar Kerzen leer gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, woher die alle sind. Das steht hier auch gar nicht mehr drauf. Ich zeige euch die trotzdem mal. Ich glaube, das hier war eine von der Eigenmarke von DM. Die fand ich ganz gut. Also ihr seht, die ist auch schön ausgebrannt. Also rückstandslos fast schon. Richtig toll. Dann die hier habe ich im Aldi mal gekauft. Da siehst du noch ein paar Rückstände drin. Das ist ein bisschen schade. Die ist nicht ganz ausgebrannt. Die hatte ich im Badezimmer stehen. Das hat so einen schönen Meeresbrise-Duft gehabt. Richtig geil. Dann habe ich hier noch die eine von Rituals aus dem Adventskalender tatsächlich. Die ist eigentlich auch super ausgebrannt, ne? Also richtig cool. Du siehst ja nichts mehr drin. Und die roch mega geil. Also ich persönlich fand den Duft richtig toll. Nicht jeder mochte den. Wassermelone und Pomegranate, Leute, ne? Dann habe ich hier noch eine gehabt. Ich glaube, die war von Glade. Ja. Die war von Glade. Die war schön. Die hat mir auch gefallen. Aber man riecht nicht mehr. Nee! Oder? Ah, die beiden sind so ähnlich gewesen, ne? Die hat nach Baumwolle gerochen. Und die hier hat nach Vanille gerochen. Das heißt, die war von Glade und die hier war von der Eigenmarke. Tja, da sieht die von der Eigenmarke sogar noch hübscher aus, ne? Aber die ist auch fast rückstandslos leer gebrannt. Ihr seht, unten ist noch ein bisschen was drin. So, die hier war auch von Domol. Riechst du auch nicht mehr viel von, ne? Weil die halt schon so leer ist und ausgebrannt und so. Aber die ist schön und ausgebrannt. Die hatten wir im Wohnzimmer stehen. Bisschen enttäuscht, muss ich sagen, war ich von diesen beiden Glade-Kerzen. Denn guckt euch mal an, wie viel da noch drin ist, ne? Das ist schade. Also, die sind echt doof ausgebrannt. Da ist noch richtig viel Rückstand drin gewesen.
Ja, also hier ist am Ende der Docht umgeknickt, sage ich mal. Und hier ist die halt bis zum Boden durchgebrannt. Das hat sich aber hier an der Seite abgesetzt, ne? Die stand auch ein bisschen am Windzug, würde ich mal so sagen, weil unsere Fenster nicht so ultradicht sind, weil das Haus halt ein bisschen älter ist. Und die stand am Fenster. Naja, das waren auf jeden Fall meine Haushaltsprodukte. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Bereich Körper. Da fange ich einfach mal an mit diesem Schwämmchen. Das ist von The Body Shop. Das hatte ich unter der Dusche. Das habe ich auch ein paar Mal gewaschen, aber ich traue dem Braten nicht so ganz, muss ich gestehen. Deswegen sortiere ich das jetzt einfach mal aus. Das kommt jetzt einfach mal weg. Dann habe ich hier ein paar Duschgele leer gemacht. Heißt das Duschgele oder Duschgels? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier einmal dieses Winterwonne von Nivea. Das ist eine Limited Edition gewesen. Das war sehr angenehm und hat die Haut auch schön gepflegt. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das mochte ich wirklich gerne. Das von Ahava hatte ich ja in der Juvenilis-Box mit drin. Das war nicht ganz so meins. Das war mir zu männlich vom Duft her. Also ich mag es halt nicht so gerne frisch unter der Dusche. Ich mag es halt lieber so mädchenmäßig. Das darf gern cremig riechen. Es darf gern irgendwie blumig riechen oder süß, ne? Aber nee, das war mir einfach zu krass. Seakist und naja, es hat mich sauber gemacht, ja, aber es hat halt nicht so meinem Geruchsbild entsprochen. Was ich schön fand, war von Vandini. Das habe ich auch leer gemacht. Komfort, pflegende Cremedusche. Tahiti, Vanille und Macadamia. Das war echt schön. War halt süß. War cremig. Also wer es nicht mag, dann ist es nichts für euch. Für mich war das mega was. Dann habe ich zwei Deos hier leer gemacht. Das ist einmal hier von Balea, das Deo Body Spray Warm and Cozy mit Himbeere und Magnolia. Auch das hatte ich von der lieben Xenia, glaube ich, im Tauschpaket. Riecht mega geil, macht aber keinen Schutz. Das war eher so ein Body Parfüm, würde ich mal so sagen. Was hingegen aber richtig gut geschützt hat, ist das hier. Antitranspirant Extra Dry. Das ist so eine ganz klassische Reihe von Balea gewesen. Und das war ultra. Also das hatte ich auch auf der Arbeit stehen. Und mich persönlich hat es wirklich fast den ganzen Tag geschützt, wenn ich es drauf gemacht habe. Meistens habe ich das auf Arbeit dann ja verwendet, wenn ich nachlegen musste, weil das von zu Hause halt nicht mehr so funktioniert hat. Richtig gut. Also mich hat es geschützt. Es hat jetzt natürlich nicht die Ultra-Schweiß Ausbrüche verhindert. Ich meine, ich bin nicht in den Wechseljahren, Leute, aber manchmal hat man das auch mal. Aber naja, ich fand es ganz in Ordnung. Ja, dann hatte ich meine Erdbeerwoche und habe meine Tampons leer gemacht. Das war dieses Mal von Rewe welche. Waren in Ordnung. Hab da nicht so die, ne, Lieblingsmarke. Wohingegen ich hier bei meinen Slipanlagen eigentlich diese von Jesse als Lieblingsmarke sehe. Finde ich immer wieder super. Du hast leider ja mittlerweile mitbekommen, dass es einen Verpackungswechsel gibt. Dieser wunderschöne Schmetterling, den gibt es bald nicht mehr. Ja, also die mag ich richtig gerne, weil es halt Flexiform ist. Du kannst sie sowohl für Strings als auch für Slips verwenden und ja, schützen. Sind gut. Ja, eine Handcreme habe ich auch noch aufgebraucht. Das ist hier von Isana Young Vanilla Queen. Die hatte ich am Bett stehen. Man sieht jetzt gerade den Hund gar nicht, wenn er so eingequetscht ist. Siehst du, deswegen quetsche ich die Packung nicht und versuche die immer in die richtige Richtung zu ploppen, Leute. So, sieht man den auch wieder. Das ist dieser wunderschöne, süße kleine Hund mit diesem Krönchen auf und den finde ich ultra süß. Den hatte ich von der lieben Jana im Tauschpaket. Mega cool. Also das riecht ultra krass geil nach Vanille. Hat mir richtig gut gefallen, aber jetzt ist es leer. Ja, ich habe nur gerade gesehen, wie viel Bodylotion ich aufgebraucht habe und das ist ein bisschen viel. Aber ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Rasieröl von Balea. Ja, ich sag mal so, wenn du Probleme hast mit wirklich irritierter Haut, was man ja an manchen Zonen des Körpers, wenn man sich rasiert, durchaus hat, oder wenn man sich zum Beispiel im Sommer jeden Tag die Achseln rasiert, dann ist dieses Rasieröl wirklich dein Helfer. War es im Sommer auch für mich. Also ich habe sehr lange gebraucht, um das aufzubrauchen, muss ich gestehen. Also, ich habe das, keine Ahnung, ein Jahr oder so jetzt bei mir im Schrank stehen gehabt. Ich finde es aber richtig toll. Ja, jetzt habe ich im Winter den letzten Rest so ausgeleert. Im Sommer habe ich es wirklich täglich verwendet. Weil ansonsten habe ich immer diese Rötung unter den Achseln gehabt oder wo auch immer. Und das kann ich euch mega empfehlen. Es ist einfach nur so, dass ihr euren Rasierer dann etwas öfters reinigen müsst. Und zwar richtig reinigen, ne? Also nicht nur mal eben unter den Wasserstrahl halten, weil der verstopft dadurch schon ein bisschen.
Es ist halt ein Rasieröl, ne? Ja, müsst ihr ein bisschen intensiver reinigen und dann habt ihr da auch Spaß mit. Ja, dann kommen wir mal zu den ganzen Bodylotions, die ich leer gemacht habe. Und zwar fange ich jetzt an mit Daisy Love von Marc Jacobs. Also, das hat gut gerochen, das war sehr blumig, das war nach einmal eincremen leer. Passiert bei mir ganz schnell. Ja, fand ich ganz schön, war halt eine Body Lotion und keine Body Cream. Das heißt, du hast von der Konsistenz her das etwas flüssiger gehabt und ja, aber fand ich in Ordnung. Also hat die Haut nicht ultra gepflegt, ist halt eigentlich mehr so, ich sag mal so, wenn du diese Parfümsachen mit dabei hast oder die Parfüm-Bodylotions, wie auch immer, dann ist es eigentlich mehr, um den Geruch von dem Parfüm zu verstärken und weniger, dass es deine Haut pflegt. Ne? Das habe ich dabei auf jeden Fall bemerkt, aber ja, ist okay gewesen. Also, ne? Und dann habe ich hier etwas verwendet aus dem Tauschpaket von der lieben Cindy. Und ja, das war von Avea mit Arganöl, eine Bodylotion. Die war richtig toll. Die hat die Haut ultra gut gepflegt und war auch echt schön. Ja, war gut. Hat mir gefallen. Der Geruch war nicht ganz so meins, aber ansonsten hat es mir gefallen. Dann habe ich hier von Luvos Heilerde. Da reicht jedes Tüpchen für einmal eincremen oder anderthalb Mal eincremen bei mir. Die fand ich gut, aber zu schwach. Also da für den Sommer nicht unbedingt, vielleicht für den Winter nicht unbedingt, vielleicht eher was für den Winter. Mensch, was rede ich denn hier? Für den Winter nicht unbedingt was, vielleicht eher was für den Sommer. So. Und der Geruch, Leute, es ist Naturkosmetik. Wenn man es mag, dann mag man es. Wenn nicht, dann nicht. Aber die beiden sind auch leer gegangen. Dann habe ich hier von Rituals The Ritual of Happy Buddha Belly Bottom Cream. Die fand ich gut. Also ja, die habe ich sehr gerne verwendet. Ihr seht ja, dass sie leer ist. die fand ich vom Geruch her sehr interessant. Du hast halt diese orange Geruch gerochen. Es roch so wie Orange und Natur. Also schwer zu beschreiben, ich bin nicht so gut in sowas, aber du hattest halt diesen Orangengeruch und das fand ich sehr angenehm. Obwohl ich nicht so auf zitrische Düfte stehe, aber das ist eine Geruchsrichtung, die ich mag, witzigerweise. Ne? Also ich war schon kurz davor zu sagen, ich glaube, ich schenke das lieber weiter oder so. Ja, kommt auf jeden Fall aus dem Rituals Adventskalender und ich habe es gerne verwendet. Pflegewirkung bei dem Produkt war gut. So, eine Bodylotion, die ich angefangen habe und dann gelassen habe. Das ist die hier von Alverde. Also die hat für mich keine Daseinsberechtigung. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Die stinkt, die pflegt nicht, die fand ich doof. Die stinkt wirklich. Bäh. Nee, mochte ich nicht. Das ist mit Zitronenöl, okay, vielleicht deswegen. Und Vanille. Ich hatte eigentlich gedacht, na gut, Vanille, ne, aber nein. Shea-Butter hast du da mit drin, aber ganz ehrlich, ich fand die auch von der Konsistenz her furchtbar. Ich mochte das nicht. Das war mir alles zu flüssig und zu, nee. Deswegen darf sie jetzt aussortiert werden. Was ich leer gemacht habe und was ich sehr toll finde, ist von The Body Shop diese Body-Butter gewesen. Eine 48-Stunde Ultra-Rich Moisturizer for Very Dry Skin. Also, das ist wirklich. Eigentlich soll die 48 Stunden Feuchtigkeit geben, da ich aber jeden Tag dusche. Ne? Erneuere ich mir das jeden Tag sowieso immer. Und die hat die Haut wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt und hat meiner Haut alles gegeben, was sie brauchte. Echt geiles Produkt, aber extrem reichhaltig. Also ich habe danach echt geklebt. Gut, dass ich mich dann immer vom Einschlafen eincreme. Aber ja, ne? Ist halt sehr reichhaltig, dieses Produkt. Aber für den Winter optimal. Kommen wir zum Bereich dekorative Kosmetik. Und Co. ja, das hier ist und Co. zum Beispiel. Es ist Essence Brush Sleeves. Das ist jetzt die Verpackung. Den Inhalt davon habe ich in Verwendung. Ich glaube, dass es 100 Jahre dauern wird, bis man sowas aufbraucht. Also bis es quasi kaputt geht. Will ich auch gar nicht, weil ich die toll finde. Das sind so Pinselüberzieher. ich muss dabei immer an etwas ganz Bestimmtes denken. Und ja, die benutzt du halt, wenn du deine Pinsel gereinigt hast und ziehst die dann über deinen Pinsel drüber, damit der Pinsel halt nicht so aussieht, nämlich so ausgefranst, sondern seine Form behält. Richtig geiles Produkt, kann ich euch nur empfehlen, ist auch ultra günstig. Dann habe ich leer gemacht ein Fixing Spray von Catrice Long Lasting Prime and Fine Multitalent Fixing Spray, finde ich richtig toll. Das ist diese lilane Edition, fand ich mega gut. Wenn ich wieder eins brauche, wäre das auf jeden Fall eins von denen, wo ich sagen würde, Nachkaufprodukt. Dann habe ich leer gemacht diese
DDK Lashes Mascara, das ist die wimpernverlängernde Mascara. Dazu habe ich auch sogar ein Video gedreht. Hier oben könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist eines meiner ersten Videos gewesen. Ja, das ist quasi eine normale Mascara und das hier sind die wimpernverlängernden Bausteine. Mensch, ganz genau erklärt, wie gesagt, in dem Video, was ich euch eben verlinkt habe. Schaut euch das an. Richtig cool. Auch das Produkt an sich kann ich sehr empfehlen. Manchmal hat man das Problem, dass man dann vielleicht eine Mascara bekommt, die nicht mehr so hübsch ist, die vielleicht ein bisschen eingetrocknet ist oder so. Dann packt ihr euch in ein Wasserbad und schon ist wieder alles gut. Was ich auch noch jetzt aussortiere, ist dieser Pinsel. Denn ja, ich habe ihn verwendet, ich habe ihn gewaschen und er ist abgebrochen und ich habe auch einen, der ähnlich ist und der hier war auch nicht gut und da lösen sich die Fasern ab und nee. Den mochte ich eh nicht gerne. Den kann ich nicht empfehlen. Das ist nicht so meins. Wird jetzt auch aussortiert. So, dann habe ich hier eine Parfümprobe verwendet von Dolce & Gabbana, The Only One. Die hatte ich gestern Abend mir tatsächlich einmal kurz drauf gemacht. Ja, das riecht sehr erwachsen, riecht sehr gut. Fruchtig vom Geruch her. Und mein Freund sagte auch, dass es gut riecht. Also von daher ein schönes Parfüm. Aber ich habe einige Parfüms. Ich brauche jetzt nicht nochmal das, aber vielleicht holt er mir das ja. Ich weiß es nicht. Ist ja bald Valentinstag. Habt ihr schon Pläne für Valentinstag? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Dann habe ich aussortiert zwei Lippenbalms. Ich habe meine Tasche gewechselt. Also ich habe eine Tasche jetzt wieder in Benutzung, die ich jetzt lange Zeit nicht mehr in Benutzung hatte. Und da drin waren diese beiden Lippenbalsame. Und die sind Ibar. Soll ich die aufmachen? Wenn du das nicht sehen kannst, dann guck mal eben weg und guck erst wieder, wenn ich wieder rede, okay? Kannst wieder gucken. Also ich weiß nicht, ob man das sehen konnte, aber da ist so ein Pflaumen drauf, ne? I. Ja. So, dann habe ich leer gemacht ein Wimpernserum von Isana. Das finde ich super. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Es kostet 5 Euro, hält richtig lange und ist toll. Es verlängert eure Wimpern. Es macht wirklich was. Also von daher, schaut euch das jeden Fall mal, auf jeden Fall mal an, wenn ihr in dem Rossmann seid. Für 5 Euro kann man sich das mal holen und mal ausprobieren. Also geiles Teil, kannst du auch für die Augenbrauen verwenden. Ich habe jetzt aktuell ein anderes Wimpernserum in Verwendung, weil ich das in einem Adventskalender drin hatte. Aber wenn ich mir mal irgendwann ein neues Wimpernserum kaufen müsste, das hier würde ich mir sowas von holen, weil es super ist und wirklich, wirklich hilft. Dann habe ich ja, ein paar Mascaras auch noch leer gekriegt. Das ist einmal hier von Love, die gilt als Fan Effect Waterproof Mascara. Ihr hattet das ja wahrscheinlich auch schon in meinem Mascara-Video gesehen, dass die schon relativ leer war. Jetzt ist sie aufgebraucht. Also ich habe sie noch ein, zweimal verwendet. Zweimal tatsächlich. Und dann war sie leer. Also da kommt auch nichts mehr. Dann habe ich hier von Chanel so eine kleine verwendet. Das ist Le Volume Revolution de Chanel. So eine kleine war das, die fand ich ganz gut. Ist ganz interessant vom Bürstchen her. Moment. Ist so eingetrocknet auch, ne? Ja, das ist so ein ne, ganz witziges Bürstchen. Die habe ich auch mit euch zusammen getestet, aber die ist jetzt einfach leer. Das hörst du einfach, wenn du das so rausziehst. Wo ist mein Mikro da? Ne, es macht nicht mehr dieses Plopp. Dann ist die meistens einfach leer. Genau. Dann habe ich auch noch leer gemacht von Bobbi Brown eine Mascara. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Die hat mir gut gefallen und die hat auch einen schönen Look gemacht. Da habt ihr mich auch oft nachgefragt, welche Mascara du trägst. Das war die hier. Ja, das war das Bürstchen. Nichts Spektakuläres, aber sie hat echt einen schönen Augenaufschlag gemacht. Und es krümelte gerade schön auf meinen Tisch hier. Dann habe ich hier zwei Eyeliner leer gemacht. Einmal von Love. Das ist ein grauer gewesen. Genau, die Nummer 110 Grey Allure. Den mochte ich richtig gerne. Den fand ich sehr, sehr alltagstauglich, wenn du es mal ein bisschen dezenter haben willst. Und von BH Cosmetics den BH Liquid Liner. Ja, also ich habe bei diesen Eyelinern tatsächlich immer mehr das Gefühl, dass die immer mehr bei mir und immer schneller austrocknen. Das finde ich sehr schade. Das ärgert mich. Ich werde demnächst mal versuchen, dass ich die irgendwie, ich weiß es nicht, sanfter verwende. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich das machen soll, aber mal gucken.
Ich werde mich da mal reinlesen und gucken, ob ich irgendwo eine Möglichkeit finde, wie man ein Eyeliner, ein Filz-Eyeliner länger leben lassen kann. Naja, und dann habe ich aussortiert einen Highlighter, weil der bei mir einfach gar nichts macht. Also der ist einfach, nee, der macht gar nichts. Ich brauche Highlighter, die Cabernes machen. Manchmal brauche ich dezentere, aber nicht so dezent, weil das ist wie ein Puder. Das siehst du fast nicht, weil du hast hier in der Mitte auch einfach ein Puder und die beiden Farben, nee, ich habe euch den auch geswatcht in meinem Highlighter-Sammlungsvideo. Der musste leider raus. Der wird in bessere Hände weitergegeben. So, und zu guter Letzt haben wir die letzte Kategorie, die ich jetzt neu hinzugefügt habe. Und zwar ist es mein Probenprojekt. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne jeden Monat 5 Proben aufbrauchen und weil ich ja doch einige habe und es kommen immer mehr dazu. So, deswegen hatte ich mich ja entschieden für diese 5. Das war einmal hier von Freiöl, ein Skincare-Öl. Das hatte ich von der lieben Cindy im Tauschpaket gehabt. Genau. Das fand ich super niedlich, weil du hast hier wirklich dir dann diese Öffnung freigeknickt und konntest es verwenden. Habe ich ein paar Tage für meine Beine und Oberschenkel verwendet, weil ich da halt ne, sowas brauche. Und das fand ich ganz gut. Das Einzige, was ich habe, ist, wenn ich das abends vorm Schlafengehen verwende und meine Pyjamahose anziehe, dann setzt sich das so komisch in der Pyjamahose ab, dass es dann halt irgendwie die ganze Zeit komisch riecht. Also es riecht irgendwann nach komischem Öl, finde ich. Naja, aber auf jeden Fall ist das eine gute Geschichte. Und ich habe gehört, dass sowas auch gut gegen Schwangerschaftsstreifen sein soll. Wer weiß. Aber von dem kleinen Pöttchen konnte man natürlich nichts merken. Dieses Produkt, und da hängt noch ein Haar dran und noch ein Haar. Ist halt ein Haarprodukt von Elvital, das Öl Magique. Nein, von L'Oréal Elvital, das Öl Magique. So, hinten stand drauf, wie man das verwenden kann. Entweder kannst du das ins trockene Haar packen oder du machst es dir zum Beispiel vor die Haarwäsche, vor die Haarwäsche, vor der Haarwäsche, in deine Haare rein, in die Längen, also ihr wisst, Längen ab Schulter, und geht dann duschen. Alto Belli, habe ich danach weiche Haare gehabt? Und ich habe das wirklich kurz vorher reingemacht, dann habe ich mich abgeschminkt und dann bin ich unter die Dusche gehüpft. Geil, richtig geil. Also ich habe sonst an dem Tag nichts unter der Dusche verwendet, was meine Haarroutine angeht. Ich habe halt nur vorher dieses Produkt verwendet. Mega, richtig cool. Ich war begeistert. Hatte vorher noch nie dieses Produkt verwendet. Sehr cool. Die Olive Hand Cream von, Moment, BioSelect fand ich nicht gut, weil die einfach gestunken hat. Das war nicht gut. Also sie hat gepflegt, aber gestunken. Und das dürfen Handcremes bei mir nicht. Die müssen gut riechen. Dann habe ich hier von L'Oréal das Hydra Genius Aloe Water getestet. Das habe ich verwendet wie ein Serum, sprich unter meiner Feuchtigkeitscreme und über meinem Toner. Das hat für ein paar Mal gereicht, weil ich das dann ja nur so wirklich sehr, sehr leicht mit drauf gemacht habe. Aber ich habe davon, außer dass mein Gesicht mit Feuchtigkeit versorgt war, keinen weiteren Effekt bemerkt. Deswegen wäre das jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, ja, das möchte ich mir jetzt unbedingt nachkaufen. Groß. Dann habe ich hier getestet von Desange das Anti-Breakable Defense. Nee, die Anti-Breakable Defense, Anti-Haarbruch-Stärke-Kur. Habe ich unter der Dusche verwendet, hat für einmal gereicht, war super. Auch danach waren meine Haare wie Samt. Wahnsinnig schön. Richtig tolles Produkt. Könnte man sich mal anschauen. Und selbstverständlich gibt es auch noch 5 neue Proben, die ich jetzt diesen Monat leer kriegen möchte. Ich habe mir ausgesucht von Biotherm Blue Therapy Algar Lift. Das ist eine Gesichtscreme, die ich ausprobieren wollte. Biotherm stehe ich drauf, deswegen darf die auch ausprobiert werden. Dann habe ich mir ausgesucht von Avapuhi Keratin Intensive Treatment, eine restrukturierende Intensivpflege. Ja, ich glaube, das ist einfach wie eine Maske. Ja, eine kleine Menge auf das gewaschene, feuchte Haar auflegen, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und ausspülen. Ideal für koloriertes und chemisch behandeltes Haar. Habe ich nicht. Trotzdem werde ich das verwenden. Dann habe ich mir ausgesucht, oder ihr habt mir ausgesucht, ich weiß es nicht, weil ihr das sehr oft kommentiert hattet. Senses Asian Spa, Asian Neroli und Sandalwood Hydrating Body Lotion von Art Deco. Stellen Sie Ihre Ruhe und Anmut mit der Deep Relaxation Spa Serie wieder her für Momente der Ruhe und Entspannung. Anmut, Leute. Wenn ich davon nicht anmutig werde, dann weiß ich es auch nicht. So, und last but not least habe ich hier, na, eine Make-up-Probe von BH Cosmetics.
Ich traue mich nie an Make-up-Proben dran. Ich sollte es mal tun und das mache ich hiermit. Ja, und für alle die, die jetzt so tapfer dran geblieben sind, ich habe hier noch eine Verlosung für euch. Und zwar habe ich mir als Thema für meine Verlosung den Buchstaben B ausgesucht. Also alles mit B. Okay, ich zeige euch einfach, was ich meine. Ein Bullet Journal von Body Boom, ein Kaffeepeeling von BH Cosmetics, die Midnight City Lidschattenpalette mit 16 verschiedenen Farben. Von Blütezeit eine 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Von Bella Pierre ein Mini-Kabuki oder auch, nee, das ist ein bisschen größer als Mini, oder? Von Balea eine Jelly Bomb Duschjelly mit fruchtigem Goji-Beere-Duft. Bananenchips von DM Bio. Von Hugo Boss. Manchmal denkt man sich auch, was hat die Alte geraucht? Entschuldigung. Ma Vie Pour Femme. Das ist die Bodylotion. Bodylotion. Genau. Auch nochmal ein B drin. Von Balea. Die Lippenpflege Pearly Vanilla. Nochmal von Balea. Das Erfrischungsspray Lovely Moments mit Rosenduft. Von Bio-Vegan Skinfood. Die Tagespflege mit Organic Baobab. Von Balea Q10 Winter Nachtcreme. Von Biotolin Day Night 24. Eine kleinere Größe. Genauso wie auch von Biotolin das Supreme Skin Gel. Von Balea Photobooth Highlight Creme. Von Benefit. Die 24-Hour Brow Setter in dieser kleineren Größe. Nochmal von Balea zwei Gesichtsmasken. Einmal Lovely Moments mit Eigenextrakt, zwei Sachets. Und die Beauty Effect Tuchmaske. Und last but not least von Benefit eine Probe von dem Professional. So. Ja, ich habe mir einfach gedacht, ich möchte irgendein Thema haben und dann habe ich den Buchstaben B genommen. Ist das nicht großartig? Ich finde es super. Was ihr für die Verlosung tun müsst, um teilzunehmen, steht wie immer unten in der Infobox drin. Schaut einfach mal vorbei. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Meine Stimme geht weg. Ciao.